Leute, herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen, guten Abend, wie auch immer, ja. Okay, heute haben wir eine rappende und tanzende Schildkröte im Hintergrund. Nein, Baby Frido, es wird kein Konkurrent für dich. Du darfst hier auf dem Mikrofon sitzen und du wirst immer im Mittelpunkt bleiben. Mit einer krassen Geschichte. Ihr habt schon am Titel und am Thumbnail gesehen. Heute wird heftig. Los geht's. 5, 6, 7, 8. S-U-P-E-R! S-U-P-E-R! Super Yo Fantastisch! S-U-P-E-R! Super Yo Fantastisch! Super Yo Fantastisch! Du hast Glück, dass ich dir gerade das Leben gerettet habe. Du musst besser aufpassen. Alles klar, Leute, wir müssen gleich zum Spiel, also malen wir die Nummern. Entschuldige bitte, Felicia. Ich werde mich besser an den Ablauf halten vor der Competition in 2 Wochen. Warte. Du willst mitmachen? Also, du willst mitmachen? Ey, habt ihr mal was von dem Wort Team gehört? Team? Teamgeist? Ja? Leute, die in deinem Team sind, die gehören zu dir. Das sind nicht deine Gegner. Das sind die Letzten, die du fertig machen sollst. Das sind die, die du supporten sollst. Man muss in einem Team nicht beste Freunde sein, ja? Ich habe auch lange Fußball gespielt. Da waren jetzt nicht meine besten Freunde drin, aber das ist ja egal. Man kam auf dem Platz klar und man kam auch neben dem Platz klar. Man hat sich supportet und dann war cool. Also was ist das denn für ein Team? Direkt wechseln? Naja, es sind jetzt ja nur die Mädchen. Die anderen scheinen ja korrekt zu sein, aber also... Machen? Du bist nur ein Platzhalter. Du bist nicht im Team. Ich bin sicher, dass du bald ersetzt wirst. Aber ich hab doch geübt. Ich hab keine Zeit für sowas. Ein Platzhalter? Ein Bankwärmer oder was? Mädel, wir gucken uns erstmal genau an, wer hier überhaupt besser turnen kann, ja? Und selbst wenn du besser bist, gibt dir das nicht das Recht, jemand anderes, ein Teammitglied, so herabwürdigend zu behandeln. Warum gehst du nicht zu den anderen Mädchen, okay? Wenn du sie nicht magst, warum hast du sie dann in die Gruppe gelassen? Chris, warum sonst? Außerdem wird sie nicht lange mit uns auftreten. Sie ist nur wegen Natalias Verletzung dabei. Unglaublich, dass Natalia die ganze Saison ausfällt. So traurig, was ihr passiert ist. Besonders, weil sie unsere beste Fliegerin war. Also scheint ihr Ersatz zu brauchen. Und vielleicht ist sie ja sogar gut. Es ist sinnlos, jemanden fertig zu machen. 13? Hey, Chris? Hey, Felicia. Wollten nur kurz Hallo sagen. Nette Nummer. Danke. Du weißt, ich bin dein bester Cheerleader. Chris! Hey! Bereit? Ui, ui, ui. Oh, guckt euch den Blick an, Alter. Wenn Blicke töten könnten, Alter. Wow! Die malen sich hier sogar extra die Nummern auf? Warum macht man das so? Ja. Auf jeden Fall, sie sind ja Cheerleader von irgendeinem American Football Team, denke ich. Und die wollen natürlich sich den ein oder anderen Spieler dann auch klären oder haben da einen gesichtet. Aber jetzt sind beide auf den gleichen hier, ne? Und irgendwie, das schien ein bisschen intimer schon bei den beiden zu sein, ne? Das sieht sie natürlich gar nicht gerne. Für heute Abend? Die Frage ist, bist du bereit? Mach lieber viele Punkte, sonst bekommst du großen Ärger. Ach, das ist viel Druck. Hey, Daisy. Schaust du mal nach den Pompoms im Umkleideraum? Klar, Felicia. Ciao. Lieb, die ist klar, Felicia. Die hat sie gerade noch wie ein Stück Dreck behandelt. Klar, Felicia. Chris. Die schickt sie jetzt einfach nur weg. Die Pompons sind ihr egal. Sie wird jetzt alleine mit der Nummer 13 sein. Hey, danke, dass du ihr die Chance gegeben hast. Sie wollte schon immer Cheerleaderin werden. Kein Problem. Ich meine, ihre Fähigkeiten sprechen für sich. Jetzt redet sie plötzlich nicht mehr schlecht, ne? Damit du deinem Chris gefallen kannst, ne? Du dreckige Schlange. Ist ein Naturtalent. Freut mich zu hören. Wir sehen uns dann beim Spiel. Ja, hey. Ich habe mich gefragt, ob du Freitag schon was vorhast. Wenn nicht, könnten wir vielleicht Milkshakes trinken gehen. Oh, ei. Sie fragt ihn jetzt direkt nach dem Date. Da wird nicht lange gefackelt. Also das ist eindeutig eine Frage, ob die zusammen ja ein Date haben können. Klar, ich habe nichts vor. Na, okay, er sagt ja. Alle Pompoms sind überprüft und bereit. Gut, und noch was anderes. Kannst du deine Nummer ändern? Ich habe schon die 13. Aber 13 ist die Nummer meines Bruders. Ich weiß, aber ich bin der Captain, also habe ich das Sagen. Sorry. Okay, wer ist denn ihr Bruder? Ist das der Typ? Nee. Die haben jetzt einfach irgendwelche random Nummern? Sie will natürlich 13 sein, weil der Chris die 13 hat. Ah, vielleicht war das ihr Bruder. Ja, okay. Sorry. Oh, okay. Nur so aus Neugierde. Was passiert, wenn wir niemanden finden, der Daisy vor dem Wettbewerb ersetzt? Ich hätte lieber ein Mädchen weniger, als dass sie mit uns auftritt. Und außerdem? Das ist genauso, wenn jemand sagt beim Fußballspiel, lieber eine Person weniger, als
als dass der mitspielt. Nee, das ist 10 gegen 11 ist immer ein kranker Nachteil. Das ist total dämlich. Wird das ihr letzter Auftritt sein? Ihr wisst doch gar nicht, wie gut sie ist. Also, die eine Sache ist okay, ja, die ist verletzt und ihr braucht einen Ersatz. Ja, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache, ihr wisst ja nicht mal, wie gut sie ist. Vielleicht ist sie ja sogar besser oder was weiß ich. Ich muss nur sicherstellen, dass Chris es nicht rausfindet. Was willst du damit machen? Sagen wir einfach, freitags tragen wir Orange. Man scheint den neuen Ablauf zu lieben. Ja, versuchen wir das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen. Was hat sie vor? Will sie da, dieses andere Mädel da mit orangener Creme eincremen, damit ihr da sich blamiert vor allen Leuten oder was? Übrigens, hast du Daisy gesehen? So schlecht war sie gar nicht. Vielleicht solltest du ihr eine Chance geben. Ja, guck, die ist gar nicht schlecht. Das ist nur aus Neid. Die will dir jetzt keine Chance geben, nur aus Neid. Aber die ist gar nicht so schlecht eigentlich. Das ist ein guter Witz. Es geht nicht um ihre Fähigkeiten. Hey, es geht Felicia, um die Art, wie sie... meinst du, ich könnte Flieger sein? Willst du mich veräppeln? Du bist nicht mal koordiniert genug, um zu tanzen. Okay, Flieger sind halt die Mädels ganz oben, die halt durch die Luft fliegen, die halt da oben so Überschlag machen und gefangen werden. Es müssten ja meistens Mädels sein, die ein bisschen weniger wiegen. Ja, okay. Und sie gibt dir eiskalt eine Abfuhr. Also was ist das für ein Mädel? Also die muss ersetzt werden, weil das ist, so leitet man nicht ein Team. Ja? Wirklich? Die hat ja irgendwie das Sagen. Und als Teamleaderin braucht man halt so ein bisschen... ein Teamgeist. Und das hat sie halt gar nicht. Sie grenzt halt einzelne Leute aus. Das ist halt einfach nur traurig. Ich dachte, ich war heute gut. Kannst du drüber nachdenken? Ich will dich nicht an der Nase herumführen, Daisy. Du fliegst nicht. Oh, bevor ich es vergesse. Hast du schon mal über Selbstbräuner nachgedacht? Nein, warum? Wir werden Bodyglitter benutzen. Sieht gut aus auf gebräunter Haut. Weil meine Haut blass ist, benutze ich das. Versuch's doch auch. Okay. Wie viel soll ich auftragen? Viel. Ach, ich zeig's dir gleich mal. Ist das nicht zu viel? Nein, überhaupt nicht. Es wird toll aussehen. Ich gebe dir die Flasche mit nach Hause. Trag noch was auf, okay? Oh, du musst es auch auf dem Gesicht auftragen. Oh, nee, das ist doch... Hallo, ihr habt einen Auftritt. Konzentrier dich doch auf den Auftritt, auf andere Dinge, als jetzt andere Menschen zu demütigen. Was hat die davon? Immer Menschen, ich finde es so krass, dass Menschen, die sich dafür Zeit nehmen, anderen Menschen zu schädigen. Ja, das ist so crazy. Auch so generell überall, diese ganze Cancel Culture. Und wenn Dinge falsch gemacht werden oder Menschen böse Dinge tun, dann soll das ans Licht kommen oder so. Aber es gibt ja auch so irgendwie auf YouTube und so Leute, die verdienen richtig ihr Geld damit, dass sie anderen Leuten einfach, dass sie die so schädigen, ja, und nur von Negativität leben. Und das finde ich so furchtbar, dass das auch so Anklang findet. Menschen brauchen diese Cancel Culture, dieses sich daran aufzugeilen, dass es anderen Menschen schlechter geht. Und das finde ich, boah, das ist so traurig, ja. Und genau wie dieses Mädel, ja, versuch doch deine Zeit dazu investieren, ein geiles Team zu bauen, an dir selber zu arbeiten, Sport zu machen, dich zu verbessern, anstatt andere Menschen hier zu demütigen. Die will jetzt, dass die da richtig mit dieser Bräunungscreme, die muss ja irgendwie einwirken, dieser Selbstbräuner, ja, und dann kommt die da so komplett orange zu dem Spiel und blamiert sich vor allen Leuten. Was hat die andere davon? Die hat davon gar nichts, außer dass es ihr schlecht geht. Also das sind für mich die traurigsten Menschen überhaupt, die sich daran aufgeilen, dass es anderen Menschen schlecht geht. Das werde ich niemals tun. Und die Freundin, die hat doch schon, die sieht das doch. Stopp sie doch. Du ekelhaftes Viech, wirklich. Also das ist so ekelhaft. So missgünstige Menschen, das ist... Boah, da läuft's mir eiskalt den Rücken runter. Daisy ist immer noch nicht da. Ich weiß, der Selbstbräuner sollte sie eine Weile fernhalten. Sorry, ich bin zu spät dran. Oh. Hey, ich habe mich schon gefragt, wo du bist. Oh nein, das sieht halt... Oh. Also wenn sie es zumindest ja gleichmäßig aufgetragen hätte, dann wäre es vielleicht noch was anderes, ja? Aber mit diesen ganzen weißen Flecken hier da und hier und so, das sieht halt ein bisschen beknacki aus. Ja, aber das hat sie halt gewollt. Ich glaube, mit der Lotion, die du mir gegeben hast, stimmt was nicht. Als ich aufgewacht bin, sah meine Haut so aus. Hast du sie nicht benutzt? Nein. Ich hab's wohl vergessen. Nein, ich hab's wohl vergessen. So, jetzt sollten aber bei dir mal alle Alarmglocken klingeln. Vielleicht hat sie das gemacht, um dich zu denunzieren, um dich zu demütigen, um dich zu ärgern. Da muss doch jetzt hier mal da war oben der Zahnrad anspringen. Ich nehme an, du kommst heute nicht mit zum Cheerleading? Ich meine, mir wär's peinlich, hier aufzutauchen und wie ein Umpa-Lumpa auszusehen. Ich verstehe das.
Macht mir nichts aus. Macht mir nichts aus. Ich mach trotzdem mit. Oh, Plan nicht aufgegangen. Sie bleibt hartnäckig. Willy Wonka ist einer meiner Lieblingsfilme. Willy Wonka ist einer meiner Lieblingsfilme. Charlie und die Schokoladenfabrik. Und außerdem geht's ja wieder weg. Geh mich schnell aufwärmen. Ciao, Leute. Umpa, dumpa, du. Die macht einfach weiter. Die juckt das gar nicht so richtig. Die weiß, das sieht ein bisschen beknackt aus, aber juckt sie nicht. Ich finde ihre Einstellung toll. Aber sie muss jetzt langsam mal nicht so naiv sein, sondern verstehen, dass sie, also dass dieses Mädel hier, dass sie die fertig machen will. Achso, nicht American Football, Leute, sondern Basketball. Okay. Ich habe einfach Mitleid mit ihr. Ich meine, sie ist so süß. Lass ja. das. Sie lässt unser ganzes Team schlecht aussehen. Nein, die Einzige, die das Team schlecht aussehen lässt und Anti-Team ist und kein Teamgeist hat, bist du, Mädel. Jetzt muss ich nur noch eine Schippe drauflegen. Das macht mich hier verrückt. Was kommt jetzt? Sie geht jetzt an ihren Spind ran, aber was hat sie vor? Oh nein. Oh, sie zerschneidet ihr Trikot. Ich habe gedacht, die macht da jetzt Juckpulver rein oder so. Das wäre auch fies. Aber sie zerschneidet einfach ihr Trikot. In Ordnung, Leute. Ich will, dass jeder sein Bestes gibt, denn der Wettbewerb steht vor der Tür. Also lasst es uns noch einmal versuchen, bevor wir auf den Platz gehen. Natalia! Hey Leute! Auch wenn ich außer Gefecht gesetzt bin, dachte ich mir, ich komme trotzdem und unterstütze euch vom Spielfeld ran. Ihr seid bei eurem neuen Captain wohl in guten Händen. Nee, bei dem neuen Captain ist keiner in guten Händen. Das ist, sie hat keinen Teamgeist und ist das missgünstigste und ekligste Wesen, was ich je gesehen habe. Ist definitiv nicht dasselbe ohne dich, aber wir tun unser Bestes, um zurechtzukommen. Oh. Der Arzt sagt, meine Genesung verläuft gut, also bin ich hoffentlich bald wieder da. Wo ist das neue Mädchen, Daisy? Ich weiß es nicht. Sie ist in letzter Zeit oft zu spät gekommen. Das ist beunruhigend, wenn ich raten müsste, ist hey, was ist denn los? Meine Uniform ist ruiniert. Oh mein Gott. Warte mal, hat jemand wirklich deine Uniform zerschnitten? Ja, die wurde zerschnitten. Und wir wissen alle, alle vier hier im Raum wissen, ich, Baby Frido Frido und die rappende Schildkröte im Hintergrund, wir wissen alle, dass die Teamleaderin es war. Allein sie als Leaderin bezeichnen zu können, das ist alles andere als Leadership, was dieses Mädchen macht. Ich weiß es nicht. Das ist ja schrecklich. Tut mir leid, Daisy. Kann ich trotzdem mitmachen? Leider nicht. Wie Natalia dir sagen kann, musst du zum Anfeuern eine Uniform tragen. Sie hat recht. Aber... Natalia sagt jetzt, aber du kannst meine haben. Welche Größe hast du? Small. Warum? Nun, da ich meine Uniform nicht trage, kannst du einfach meine nehmen. Sie wird so... doof gelaufen. Plan ist nicht aufgegangen. Sicher passen. Ich meine, du kannst ja mal versuchen. Okay, danke. Wie gefällt's dir, im Team zu sein? Ich liebe es. Mein wirklicher Traum ist es, Flieger zu sein. Aber ich glaube nicht, dass ich das jemals schaffen werde. Warum denn nicht? Mein alter Trainer hat mir immer gesagt, Natalia, du kannst alles schaffen, was du dir vornimmst. Die Natalia scheint sehr korrekt zu sein, die mag ich. Freunde, mal ganz kurz die Grüße, bevor es weitergeht mit dieser krassen Geschichte. Grüße gehen raus an Safae Nabat, an Wild Eliad und an M23188. Vielen Dank für eure Kommentare. Und wenn ihr im nächsten Video auch grüßt werden wollt, mit etwas Glück, schreibt einen Kommentar und seid Abonnent. Ganz wichtig, ihr müsst in der Margin sein, ne? In der Margin-Seite, indem ihr abonniert, ganz einfach. Das finde ich wirklich gut. Das mit der Uniform warst doch du, oder? Warum hat das nicht geklappt? Und warum musste Natalia auftauchen? Also sie, guck mal, sie weiß das sogar, dass sie es war. Sie ist die Einzige, die weiß, dass sie es war. Sie ist jetzt ein bisschen in der Verantwortung, finde ich, jetzt die Klappe zu halten, weil das ist jetzt wirklich ein wirklich falsches Verhalten. Sie muss jetzt hier Initiative ergreifen und irgendwas machen. Weil sie weiß es und das geht halt nicht mehr klar. Also Leute zu verpetzen, ich mag auch keine Petzen. Aber jetzt gerade geht es halt echt ein bisschen zu weit und jetzt muss sie ein bisschen was machen. Ich finde, du treibst es zu weit. Ja, richtig. Oder nicht weit genug. Ich will das nicht tun, aber ich muss wohl noch weitergehen. 6, 7, 8, 1, 2, 3. Mann, leb doch einfach mit ihr. Warum willst du sie jetzt aus dem Team mobben? Bist du bescheuert oder was? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das war gut, aber ich weiß, wir können es besser. Lass es uns nochmal von vorne machen. Wir haben 2 Stunden lang geübt und das ohne Pause. Gib uns mal einen Moment. Ja, ich bin müde. So müde kannst du ja nicht sein, wenn du Energie hast, dich zu beschweren.
Du hast recht. Sorry. Ich mach weiter. Oh Mann, aber sie ist aber auch so, ja, sie gibt auch direkt nach und so. So wirklich. Auch wenn sie eure Teamleaderin ist. Und man in erster Linie natürlich hat der Coach das Sagen, aber sie treibt es gerade zu weit. Und dann kann man auch als Team gebündelt mit ihr reden oder zumindest sagen, hey, wir wollen gerne einen anderen Teamleader haben, dass der gewechselt wird. Weil was die da macht, ist ja totaler Unfug. Das ist ja Bullshit, die muss da weg. Eigentlich, weißt du was? Ey, rap eine Schildkröte, mach mal bitte einen Diss-Track gegen die, ja? Gegen die Leaderin. Mit deiner dicken Goldkette. Bitte rap mal gegen die. Was? Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, das Fliegen zu üben, wenn du immer noch Lust dazu hast. Wirklich? Ja. Ich meine, wir brauchen ein stärkeres Ende. Oh nein, sie will jetzt natürlich, dass jetzt, wo die alle erschöpft sind, dass sie jetzt das ganze Fliegen übt. Und wenn da halt was schief geht, dann landet die halt einfach auf dem Boden. Also da ist das Verletzungsrisiko halt wirklich hoch. Da muss man halt fit sein und Konzentration haben. Ey, diese Frau, ja, die macht ihr eigenes Team fertig. Am Ende steht die alleine da. Verliert ihre Freunde, hat kein Team. Wirklich, diese Menschen, denen ist nicht zu helfen. Wenn wir den Wettbewerb gewinnen wollen, wer könnte es also besser als du? Du willst mich das Finale machen lassen? Ja, das würde ich gerne. Kann ich mit was Leichtem anfangen, wie ein Smash? Nein. Nein. Nein, nein. Lass uns einfach anfangen. Nein, nein, es wird nicht leicht. Jetzt macht sie richtig komplizierte Sachen, damit sie auf den Boden fliegt. Das ist halt so eklig. Candice und Katie, könnt ihr mir helfen? Das könnte zu schwer sein. Sie kommt schon klar. Du kennst doch alle Grundlagen, oder, Daisy? Ja, aber... Nein! Ich hab's noch nie probiert. Sag einfach, nein, ich mach das jetzt nicht. Mann, ihr müsst auch euch ein bisschen gegen die jetzt mal ein bisschen... Das kann doch nicht wahr sein. Ihr könnt doch nicht alles gefallen lassen. Du wirst... Sorry. Ich reg mich hier schon wieder auf. Aber das regt mich auf. Dieses Mädel, das könnt ihr euch nicht gefallen lassen. Auch wenn sie der Coach ist in dem Fall. So, das geht nicht. Ihr merkt doch, dass sie hier gerade böse Pläne schmiedet. Und die Freundin weiß das ja erst recht. Die weiß das ja sogar. Da muss jetzt was passieren. Das toll machen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Au! Mein Knöchel! Au! Ach du meine Güte, geht's dir gut? Ey, mein Knöchel! Ey, die hat sie absichtlich fallen lassen, ne? Ich meine, die nimmt jetzt in Kauf, dass dieses Mädchen sich schwerwiegend verletzt. Dass sie sich den Knöchel verstaucht. Also, es ist nicht witzig. Sie treibt das hier einfach jetzt zu weit. Ich meine, hier verletzt sich gerade jemand. Das kann schwerwiegende Folgen für das gesamte Leben haben. Also, Mädchen, sorry. Also, das ist jetzt... Also, das geht jetzt ja langsam hier Richtung Straftat, Alter, was die macht. Das ist ja vorsätzliche... Körperverletzung. Tut so weh. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Meinst du, er ist verstaucht? Es fühlt sich so an. Dann musst du wahrscheinlich pausieren, ein paar Wochen aussetzen und dich auf jeden Fall röntgen lassen. Wir machen den Wettbewerb ohne dich, aber wir werden es schon schaffen. Richtig. Jetzt mach was, Mädchen. Die kriegt das doch mit. Die sieht doch, was abgeht. Ich gratuliere dir noch einmal zum Sieg. Du hast toll gespielt. Danke. Das war eine Teamleistung. Wenn ihr so weitermacht, seid ihr auf dem besten Weg ins Finale. Ich hoffe, wir gewinnen. Ich auch. Wo wir gerade dabei sind. Euer Wettbewerb ist in einer Woche, richtig? Wie geht's dir damit? Ich habe mich gut gefühlt, aber jetzt denke ich immer nur an Daisy. Ich wollte sie wirklich bei uns haben. Besonders, weil sie so gut geworden ist. Halt die Klappe, wirklich. Rede einfach nicht weiter. Es ging mir nur um Daisy. Ich wollte sie echt dabei haben. Nein, du bist eine missgünstige Schlange, bist du. Eine missgünstige Schlange. Ja. Ich habe nicht mehr mit ihr gesprochen, seit Mom sie ins Krankenhaus brachte. Die sind Geschwister. Deswegen wollte sie auch die 13 haben, okay. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wie wir denken. Daisy hat gesagt, du hast das Gleichgewicht verloren. Ja, ich fühle mich ganz furchtbar. Ich hoffe, du bist nicht sauer auf mich? Mädchen, wir haben alle Grund, sauer auf dich zu sein. Und ich hoffe, dass früher oder später die gesamte Wahrheit ans Licht kommt. Und deine ekelhafte Art und Weise und du wirklich aus dem Team geworfen bist und am Ende ganz leer dastehst. Und dann wirst du merken, was du überhaupt gemacht hast. Danke. Es war ein Unfall, könnte jedem passieren. Mach dir deswegen keinen Kopf. Das Beste, was du tun kannst, ist, den Wettbewerb zu gewinnen. Für Daisy. Du hast recht. Auf Daisy. Auf Daisy. Weißt du was? Die lügt, ohne rot zu werden und guckt ihm dabei noch in die Augen. Bah. Bah, bah, bah. Was? Das ist verrückt. Ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Leben in letzter Zeit in die richtigen Bahnen gerät. Ich meine, ich bin Captain des Cheer-Teams. Der Wettbewerb steht vor der Tür. Und ich darf mit dir rumhängen. Oh, bitte rede nicht weiter. Ich werde hier noch ganz echt, ich werde hier aggressiv gerade. Und vergessen wir nicht das Wichtigste.
Diese Milchshakes sind unglaublich. Darf ich mal probieren? Oh Gott, das schmeckt unglaublich. Okay, Cheerleader-Wettbewerb. Okay. Die Konkurrenz schläft nicht, sagt man ja auch, ne? Die Konkurrenz ist am Start. Ein Riesenapplaus für Brooke Wright High! Ihr hättet den Auftritt sehen sollen und der Menge zuhören sollen. Die einzige Möglichkeit zu gewinnen ist, wenn wir alles geben. Selbst mit dem neuen Ablauf wird es ganz schön schwer ohne... Daisy! Hi Leute, hab euch vermisst. Hey, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Ich dachte du... Es war nicht so schlimm, wie es aussah. Ich denke, wir sollten das Ende so machen, wie besprochen. Oh, der Plan ist nicht aufgegangen. Daisy ist dabei. Mit mir als Flieger? Nein. Das werde ich auf keinen Fall zulassen ohne Übung. Das riskiere ich nicht. Oh, ich übte schon mit Natalia. Mit einem Gips kann sie dir nicht Fliegen beibringen. Und falls du das Memo nicht bekommen hast, Natalia ist nicht... Hey Leute, gute Nachrichten. Der Arzt hat mich gesund geschrieben. Ich kann wieder euer Captain sein. Danke, dass du in der Zwischenzeit geholfen hast, Felicia. Was? Nein, nein, das kannst du kurz vorm Wettbewerb... Ach, Natalia war auch davor die Leaderin. Oh nein, jetzt wirft sie Felicia direkt raus und will natürlich Daisy dabei haben, weil jetzt hat wieder die alte das Sagen, die alte Leaderin. Natalia hat jetzt das Sagen und die will natürlich Daisy dabei haben. Nicht machen. Felicia, ich fand es schon recht seltsam, dass Daisy auf dieselbe Art gestürzt ist wie ich, während du uns gehalten hast. Na, oh mein Gott, sie war auch verantwortlich für die Verletzung von Natalia? Daisy war schon die zweite, das ist halt nicht einfach irgendwie ein Spaß, das ist halt vorsätzliche Körperverletzung, ne? Sowas kann halt zur Anzeige gebracht werden. Fast so, als wäre es mit Absicht passiert, verstehst du? Ich weiß nicht, was du andeuten willst. So, jetzt langsam stürzt dein gesamtes Kartenhaus ein, Felicia. Willst. Aber wenn du hier versuchst zu sagen, Spaß dass dir, Felicia. Richtig. Endlich ergreift sie auch mal Initiative hier. Ja, zeig mal Flagge. Als du versucht hast, Daisy mit der Bräunungslotion zu sabotieren, war ich nicht glücklich darüber. Dann hast du ihre Uniform zerschnitten. Viel zu krass. Aber jetzt... So einen Menschen will man einfach auch nicht im Team haben. Gut, dass sie jetzt auch endlich mal was sagt. Du, ich weiß, dass du Daisy verletzt hast. So wie Natalia. Macht alles Sinn. Also hast du das alles absichtlich... Nein! Richtig gehört, ja, hat sie. Nein, das würde ich nie tun. Das würde ich nie tun, doch. Tun. Willst du mir so in den Rücken fallen, Candace? Du machst alles richtig, Candace. Wirklich, das war wichtig, dass du das jetzt mal gesagt hast. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, tschüss, Felicia. Du bist raus aus dem Team. Ja. Abflug! Hier, da ist die Tür. Einmal 180 Grad durch die Tür, danke. Ich glaube, da hat keiner was dagegen. Ciao, Bella. Wir wünschen dir alles Gute. Und warte nur, bis ich meinem Bruder davon erzähle. Ah, und ihr Date ist jetzt auch weg. Ekelhaftes Miststück. Ich hätte früher was sagen sollen. Ja, das stimmt auch. Besser später als nie, aber ja, du hättest früher was sagen müssen. Tut mir leid. Als nächste Supreme Cheer. Okay, wir können später drüber reden. Aber jetzt müssen wir erstmal einen Wettbewerb gewinnen. Wollen wir das Ende nehmen, das wir geübt haben? Ja, aber ich bin schon ein bisschen nervös. Aber nein, wie ich schon sagte, du kannst alles schaffen, was ich mir vornehme. Danke für die Erinnerung. Sag mir das, und jetzt rockt da die Bühne, ja? Los geht's. So wie die Schildkröte im Hintergrund gerade rappt, ja? So müsst ihr die Bühne da einnehmen. Es hat sogar alles super geklappt ohne die Felicia. Die haben sogar gewonnen einfach. Du hast es geschafft. Ich kann immer noch nicht glauben, wie schnell du es gelernt hast. Deshalb denke ich, dass du das verdient hast. Wirklich? Nein, du verdienst es. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich das nie gelernt. Okay, als nächstes können wir ja mal... Ach, du warst so gut. Ich dachte die ganze Zeit, das ist meine Schwester.
Natalia, ist schön, dass du wieder da bist. Danke, Chris. Natalia und ich wollten zur Feier des Tages was essen gehen. Kommst du mit? Oh, bist du einverstanden, Natalia? Ja, ich habe nichts dagegen. Total gerne. Ich kenne sogar einen Laden, der die unglaublichsten Milchshakes macht. Tja, aber ohne Felicia. Ihr werdet es nicht glauben. Ach, ich bin so stolz auf dich. Die sitzt da im Auto. Felicia sitzt da im Auto. Oh nein, jetzt springt sogar nicht das Auto an. Verdient, sorry. Da habe ich jetzt... Also mein Mitleid hält sich in Grenzen, sagen wir es so. Das war's für dieses Video, Freunde. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Ansonsten könnt ihr mich hier auch abonnieren. Hier ist mein Instagram. Hier sind zwei andere coole Videos. Checkt sie ab. Und dann sehen wir uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Ihr wisst ja, jeden Tag 10 vor 2 neuer Upload. Danke und ciao.